Danke, das ist sehr lieb, wirklich. Ich freue mich. Was wollte ich jetzt tun? Netze. Genau, Netze. Genau, hier waren die. Jailers, Suffering-Net. Genau, die don't despawn normally. Die brauche ich. Weil ich nämlich glaube, dass es bei mir da drüben... Na. Einfach zu dunkel ist noch. Habe ich da noch welche? Da habe ich noch welche. Auch noch eins. Noch irgendwo? Weil ich ja so eine Ordnung drin habe? Nein. Ich habe nur ein normales Safari-Netze. So. Da ist ein Schwein. Siehst du? Das hat sich freiwillig gemeldet. Schön. Ist lieb von dir. Danke, Schwein. Putz. Haben wir es noch eins? Da hinten ist ein Pferd. Ich will ein Pferd. Hi, Pferd. Oho. Aber das ist nicht mehr... Doch. Dann schauen wir doch jetzt mal gleich. Wir lassen die ersten Tiere frei. Ein Pferdchen! Und ein Schweinchen! Hallo! Ist das cool? Ja, was so Sachen angeht, da bin ich immer recht skeptisch. Bei anderen Sachen weiß ich, dass das meine Stärken sind, dass ich das kann, aber bei sowas, gerade so bei kreativen Sachen, da bin ich immer nicht ganz so auf meiner Seite. Zack, 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 zack. Hoppala. Ich würde sagen, wir machen da noch ein paar Dingnetze, Safari-Netze. So, wo sind die Seeds? Die hatte ich da oben dann irgendwo reingeknallt, genau. Jailers hießen die. Jail, genau. Release creators don't despawn normally. Release creators will always display their name tag. Ah, okay. Ah, dafür brauchen wir uns normales Safari. Schleim. Oh Gott. Okay. Okay, ich brauche Schleim. Schleim, Leder und Strings. Hui. Schleim habe ich ja zum Glück. Schleim, Strings. Oh, da bin ich so viele. Wie viel Leder habe ich? 16. Ja gut, nehmen wir mal alles, ne? Stimmt, die kann man nicht stacken. Ups. Da ist das Leder. Ja. Irgendwo hatte ich noch Gitter. Da habe ich noch Gitter. Wie viel habe ich da? Iron Bar 4. Wow. Okay. Plopp. Okay, nee, so dauert es ewig. Das war so. Hoppala. Gut, dass das keine Scheißarbeit ist. Da habe ich noch welche? Okay, ich gleich muss meine Brille aufsetzen, das hilft nichts. So, jetzt kommt Sekretärinnen-Modus.
Ich schaue so hart nach Sekretärin aus. Mit meiner Brille. Und dem Pony. So. Oh. Zieh dir aber. Ich glaube, man sieht meine Augen nicht ganz wegen den Spiegelungen vom Bildschirm. Ich müsste jetzt ohne meine Augen leben. So. Ich glaube, das war's. Gehen wir da raus. Balla. Und sammeln Tiere ein. Wow. Ja, so eine Einstellung ist nicht schlecht. Einfach mal drauf zu kacken, was andere geben. Solange es einem selber Spaß macht, das ist wurscht. Zack. Kleines Schäfchen, ich hab dich gesehen. Es ist echt sehr interessant, dass bei dir so überhaupt gar nichts funktioniert. Mein Angler wird nicht weitergekommen sein. Nee. Ich habe leider lauter Plastikbags. Da ist eine Ziege. Ziege brauche ich nicht. Aber es ist voll cool, dass du Gedichte schreibst. Ich bin für sowas extrem untalentiert. Vielleicht musst du nochmal F5 drücken, Alice. Ich habe jetzt zwei Schweine, ne? Zwei Schweine, ein Schaf. Ich nehme mal noch ein Schwein mit, weil ich es hier gerade so viele habe. Vielleicht sind wir auch irgendwann so hell, dass ich, Hühnchen! Entschuldigung. Dass ich sie vermehren lassen kann. Aber noch sind wir einfach zu dunkel dafür. Da ist auch ein Pferd, ne? Das sieht aber leider genauso aus wie das andere. Ich hätte gern unterschiedliche Pferde. Ich hätte auch gerne eine Kuh. Das wäre auch mal was. Ist hier nirgendwo eine Kuh? Ein Panda. Oh Gott. Den muss ich mitnehmen. Mein Gott. Ich habe einen Panda. Nein, hast du vom Glowstone-Wasserfall ein Standbild? Das ist hübsch. Wäre das irgendwie jetzt Daneta oder so, wäre das Standbild vielleicht nicht ganz so geil. Ja, das ist auch noch was, das ich lernen muss, aber da bin ich auch schon dabei. Nee, es hat nicht geklingelt. Es hat sich jetzt gerade so angehört, als hätte es bei uns geklingelt. Okay. Upala. Das ist ein Schaf mit Hut. Ich will ein Schaf ohne Hut. Ja, aber es ist zwar noch keine Kuh, aber es kommt sicherlich auch noch irgendwann. Jetzt dachte ich schon, das Schwein wäre weg, aber nein, das steht nur da hinten. Zuck, zack, 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 zack. Hallo. Da ist nichts drin. Lol. Ich habe welche übersehen. Ach nein, halt, den wollte ich gar nicht da rein tun. Oh, es tut mir leid, ich wollte ihn nicht einsperren. Kommst du nochmal mit? Dankeschön. Du kommst hier hin. Habe ich hier nochmal ein Schwein? Wie viele Schweine habe ich denn? Okay. Wir haben Tiere bei uns. Habe ich nicht auch ein Hühnchen? Ja, da hinten ist das Hühnchen. Da irgendwo. Da ist das Hühnchen. Okay, ich muss was essen. Okay, der Stall ist noch nicht so gut.
aber liegt vielleicht auch am fehlenden Stroh. Weil da kommen natürlich noch so Heuballen aufgeschichtet hin. Ich glaube, ich fange gerade an zu schielen. Um Gottes Willen. Okay, was wollte ich noch tun? Genau, das Wasserrad. Ich lasse den jetzt erstmal so. Weil wenn man Sachen macht, heißt es ja auch erst, dass man es dann einen Tag liegen lassen soll und am nächsten Tag dann nochmal anschauen. Und dann sieht man, was man verkackt hat und was nicht. Jetzt dachte ich schon, oh cool, mein Tesseract ist fertig. Aber mein Tesseract ist wirklich fertig. Ich kann ihn eins weiterführen. Der geht irgendwie nicht weg. Okay, dann mache ich die weg. Gehst du jetzt? Oder muss ich da für dich? Juch! Ja, jetzt ist er weggegangen. Dann kann ich dich zu den nächsten Tanks legen. Da einmal Tesseract. Ups. Und einmal meine Kabel. Wo sind meine Kabel? Da sind meine Kabel. Es läuft. Sehr geil. Wir haben schon das zweite voll. Wie cool ist das denn bitte? Es wird langsam hell hier drin. Bei dem Baum habe ich auch schon... Weil der soll ja so leuchten. Hier ist, glaube ich, genau Carpenter's Block mit Glowstone vorne dran. Das muss auch noch überall rein. Der muss auch noch größer werden. Ich habe ihn schon ein bisschen ausgebaut offline. Oh, viel Spaß beim Kantlernen. Du tust mir leid. So. Genau, den Baum muss ich eh noch ausbauen. Ein bisschen größer werden. Werde denn lassen. Und dann kommen überall diese Glowstone-Dinger rein. Aber jetzt mache ich erstmal hier meine Dingräder hin. Opa da. Entschuldigung. Okay, dann. Dankeschön fürs Zugucken. Und ich freue mich, dass du dir dann meine weiteren Sachen auf YouTube anguckst. Du kannst dann so ungefähr bis ins neue Jahr warten, weil dann geht es für dich neu weiter. Und ich wünsche dir noch viel, viel Spaß beim Lernen. Und dass du es hoffentlich dir schnell in den Kopf bringst. Und mein Zaun ist nicht ausbruchsicher, das ist schlecht. Wo ist der nicht ausbruchsicher? Habe ich das irgendwo übersehen? Also hier geht's noch, hier. Hier nicht! Oh mein Gott, wie konnte ich das übersehen? Meine Güte. Machen wir das mal weg hier. So. Hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Hier auch nicht, hier auch nicht. Muss ich das zweimal vormachen? Das wird schon mit der Prüfung. So gesehen weiß man vorher nie, was für Fragen drankommen. Mach ich das auch noch weg? Ah, ich bin mir sicher, dass du da eine gute Note raushaust. 15 Punkte incoming. Hier auch nicht, hier auch nicht. Hier vielleicht noch. Jetzt müsste eigentlich ausbruchsicher sein, ne? Das sehe ich ja dann, wenn sie frei rumlaufen, dann war er nicht ausbruchsicher. Okay, ich klatsche das mal da hinten wieder in die Truhe rein. Weil jetzt bauen wir mal dieses Wasserrad. Für allzu lange werde ich auch nicht mehr durchhalten, ich werde gerade richtig hart müde. Aber dieses Wasserrad bauen wir noch. Ich bin voll platzsparend hier drin. So. Ähm.
Natürlich geht's jetzt, weil du schaltest weg. Das war klar. So, dieser blöde Dirt. Tschüss. Genau, ich wollte was tun? Das Wasserrad machen, ne? Wasserrad. Ich fange langsam an zu muscheln. Irgendwo habe ich das hier eingemerkt, genau. Ein Waterwheel. Tschüssi! Genau, um mehr Energie. Ich muss kurz. Zeit. Ich leg das mal auf meinen Schoß. Ich glaube, das ist eins der einzigsten Bücher, die ich knicken werde. Ein Kinetic Dynamo brauche ich, genau. Jetzt kommt wieder ein bisschen was mit Technik. Kinetic Dynamo. Copper Wire Coal. LF Wire Coal. Copper und Stickies. Stickies habe ich gerade in die Kiste reingelegt, ne? Mache ich die Stickies halt wieder raus. Dann brauche ich Copper. Copper ist hier, ne? Jawohl. So, zack. Copper Wire Coal. Zack. Der braucht Holz. Dafür brauche ich auch Eisen. Eisen habe ich noch auf Tasche. Zack. Und ich habe keinen Redstone. Eigentlich brauche ich nur zwei, ne? Brauche ich einen oder zwei? Einen. Ich habe ein bisschen zu viel gemacht. Eventuell. So, ein Kinetic Dynamo. Oder brauche ich zwei, nachdem ich die rechts und links angeschlossen habe? Nee, nur einen. Okay. Was brauche ich noch? Sorry, wenn ich gerade nach unten gucke. Ich gucke gerade in das schlaue Buch. Water Wheel. Okay. Dafür brauche ich die... Entschuldigung. Die da hier. So. Also, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Water Wheel. Water Wheel Segment. Vier brauche ich dafür, gell? Das ist für eines. Ne? Ne? Ich habe jetzt mal ein Water Wheel. Damit gehe ich jetzt rüber. Ich brauche noch Cobblestone. Das Wasser muss ich auch wieder reparieren, nachdem ich da mal was rausgenommen habe und es seitdem diese Dinge wieder hat. Genau. Cobblestone. Ja, das... ich bin auch schon... sehr stolz auf mich, dass ich das so einigermaßen jetzt mittlerweile drauf habe. Dass ich für ein paar Sachen schon gar nicht mehr nachschauen muss. Das war einer zu viel, ne? Aber es ist klar, Gewohnheitssache. Je öfter man was macht, desto besser kann man es. No! Okay, das ist anscheinend noch zu nah dran. Dann noch einen. Und dann so. Schön. Habe ich noch Erde? Ja. Weil dann will ich hier rein aus ästhetischen Zwecken. Nein! Nicht das Rad abbauen.